Hallo und herzlich willkommen hier bei Ubi Tested. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute mit dem Cupra Formentor, aber nicht irgendein Cupra Formentor. Nein, wir fahren die Einstiegsmotorisierung, den 1.5 TSI, und wir wollen ihn heute auf unsere Verbrauchsrunde setzen. Das heißt, wenn wir schon möglichst günstig in das Fahrzeug einsteigen wollen, dann wollen wir aber auch wissen, dass die Unterhaltskosten natürlich möglichst günstig sind. Dazu schicken wir ihn auf unsere immer gleiche Verbrauchsrunde, und die umfasst 50% über Land, 40% Autobahn, VMAX 140 und 10% Stadtverkehr. Am Ende gebe ich euch natürlich Info, was der Wagen kostet, was er uns verbraucht hat und natürlich auch meine Meinung. Und während der Fahrt, da lade ich euch ein, noch ein paar Infos rund um den Cupra Formentor mit aufzunehmen. Wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert diesen Kanal, gebt mir ein Like und vor allem schreibt mir eure Meinung zum Cupra Formentor unten in die Kommentarbox. Und jetzt einsteigen, anschnallen. Und dann fahren wir los. Viel Spaß. Ja, der Cupra Formentor ist das erste Fahrzeug dieser sportlich abgespaltenen eigenständigen Marke von Seat, das hier auf dem Kanal für euch von mir vorgestellt wird. Mit 4,45 m ist der Wagen sehr kompakt, muss man einfach mal so sagen, und hat auch nur eine Gesamthöhe von 1,51 Meter, eine schön nach hinten abfallende Dachlinie, so coupéhaft. Wir haben also hier sozusagen fast schon ein SUV-Coupé, wenn man es neudeutsch so ein bisschen ausdrücken möchte. Der Wagen bietet aber im Kofferraum schon alleine mit 450 bis 1.505 Liter Stauraumvolumen mehr als ausreichend Platz, auch für den Alltag, selbst als Familienvater. Auf der Rückbank ist ebenfalls, sind die Platzverhältnisse wirklich gut. Ich habe genügend Kniefreiheit, Kopffreiheit, ich habe eine Mittelarmlehne, ich habe Isofix an den Außenbahnen, ich habe Luftaustritte in der Mittelkonsole, ich habe auch USB-Anschlüsse, einzig und allein aus so Sonnenschutzrollos, die gibt es hier nicht im Cupra Formentor. Auch die Vordersitze, das sind Vollintegralsitze, die wir hier haben, mit schön eingearbeitetem Cupra-Logo in den Lederbezügen. Die bieten sehr guten Seitenhalt, sind wirklich sehr komfortabel, auch auf langen Strecken. Der Fahrersitz ist elektrisch einstellbar, es gibt Lordosenstützen. Einziger kleiner Kritikpunkt ist, dass es keine ausziehbare Schenkelauflage gibt. Gerade für Personen, die sehr groß sind und lange Beine haben, ist das vielleicht ein kleiner Kritikpunkt. Oftmals kritisiert oder diskutiert ist auch das Infotainment-System. Wir haben hier den modularen Infotainment-Baukasten der dritten Generation aus dem Volkswagen-Konzern. Hier aber beim Cupra Formentor erstmals das große 12-Zoll-Display. Der Armaturenträger ist leicht zum Fahrer hin orientiert. Alles passt also wirklich sehr, sehr schön hier zum Fahrer hin, zum sportlichen Charakter. Wir haben Kupfer-Akzente überall gesetzt, die das typische Farbschema des Cupras wiedergeben. Wir haben auch das Cupra-Logo auf dem Pralltopf hier vom 3-Speichen-Lederlenkrad, sogar mit so einer gewissen Carbon-Wabenstruktur. Gefällt mir wirklich gut. Auch das digitale Kombi-Instrument hat natürlich ein paar kupferfarbene Akzente bekommen, um das Ganze hier noch weiter aufzupeppen. Größter Kritikpunkt bleibt aber leider die Bedienung des großen Bildschirms, des Touchbildschirms. Der funktioniert zwar an sich gut, aber leider ist ja auch hier wieder die Sliderbar nicht beleuchtet und immer mal wieder reagiert sie auch eher unzuverlässig auf die Eingaben, und sowie auch das System immer mal wieder so ein paar Bugs immer noch hat. Da wird es einfach Zeit, dass der Volkswagen-Konzern diese einfach mal so ein bisschen in den Griff bekommt, dass alles einfach ein bisschen runder und zuverlässiger funktioniert. Aber es gibt ja Over-the-Air-Updates, also von dem her ist die Hoffnung hier noch nicht aufgegeben. Unter der Haube des Cupra Formentor fahren wir das Basismodell, einen 1,5 Liter Turbo-Benziner mit Zylinderabschaltung und einem 7-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe.
Der Antrieb arbeitet sehr, sehr fein, arbeitet sehr schön auch mit dem Getriebe zusammen, auch wenn das Anfahrverhalten so typisch DSG ist, immer mal wieder leicht verzögert im Ansprechverhalten, aber sobald man dann einfach mal auf Strecke ist, dann verwöhnt das Getriebe mit schnellen Schaltvorgängen, die auch wirklich passend sind, gute Abstimmung. Der Motor ist sehr zurückhaltend in seiner Geräuschentwicklung. Lediglich, wenn man ihn dann ausdreht, dann wird er ein bisschen knurrig und kernig. Das passt aber ganz gut zum eher sportlichen Cupra Formentor. Bei den Fahrleistungen sieht es auch so aus. Ich finde, es ist völlig ausreichend, wenn man hier sich auf den Basismotor bezieht. Der beschleunigt in 8,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 204 Stundenkilometer. Also gar nicht mal so übel, wie ich finde. Das Fahrwerk haben die Ingenieure eher straff abgestimmt. Man hat hier auch einen sportlichen Charakter weiter beim Fahren schärfen wollen. Das ist aber typisch auch schon bereits bei den Seat-Modellen, dass die einfach immer etwas straffer abgestimmt sind als Skoda oder Volkswagen. Hier würde ich euch ganz klar empfehlen, nehmt das adaptive Dämpfersystem. Da könnt ihr dann wirklich nochmal mehr das Fahrwerk Richtung Komfort abstimmen. Gerade im Alltag ist das durchaus sinnvoll. Einziger größter Kritikpunkt in meinen Augen ist die Lenkung, die um die Mittel, sie spricht zwar sehr direkt an, man hat aber kaum ein Gefühl in der Lenkung und sie ist zu leichtgängig, sodass man den Wagen dann trotz des eher geringen Gewichts von knapp 1,5 Tonnen zwar wunderbar um die Ecken fegen kann, aber schlicht und ergreifend so ein bisschen das Feedback eben fehlt, dass man präzise sozusagen den Wagen positionieren kann. Ja, die Tage werden schöner, die Autos auch, denn der Cupra Formentor ist optisch schon ein echter Leckerbissen, wie ich persönlich finde. Und jetzt natürlich fangen wir erst einmal damit an, wie war denn jetzt unsere Verbrauchsrunde? Was hat er denn wirklich verbraucht? 6,3 bis 6,7 Liter ist der WLTP-Verbrauch, der angegeben ist für ihn. 6,3 Liter hat uns der Bordcomputer ausgespuckt und nach Tankung waren es 6,1 Liter auf 100 Kilometer. Mit dem 50 Liter fassenden Kraftstofftank kommen wir somit dann 820 Kilometer weit. Das finde ich ordentlich, ist auch völlig ausreichend. Was mir gut gefällt, ist nicht nur die Optik, er fährt sich auch schön. Einzig bei der Lenkung, da würde ich mir noch ein bisschen mehr Feinarbeit wünschen, einfach von der Rückmeldung her, damit man das auch hinkriegt, sowie so ein bisschen die Bugs des Mediasystems. Wenn die noch im Griff sind, dann hat der Wagen fast schon eine 1 bekommen als Schulnote. Und beim Preis, ja, würde ich sagen, ist es auch gar nicht mal so schlecht. 33.290 Euro ist die Basis und der Testwagen, so wie er da steht, wenn fast alle Ausstattungsoptionen angekreuzelt sind, liegt bei 41.900 Euro. Ich würde sagen, man braucht nicht alles davon, aber so ein bisschen optisch muss man ihn schön machen. Ich würde vielleicht auf das Leder verzichten, vielleicht bräuchte ich auch nicht unbedingt das Panoramadach. Dafür würde ich aber gerne eine Rückfahrkamera haben, die hier nicht verbaut ist, oder aber Parksensoren vorne. Das wäre noch so ein Feature, was hier rein sollte. Eine elektrische Heckklappe brauche ich persönlich zum Beispiel auch nicht. So soll jeder sich selbst das Auto konfigurieren, wie er denn auch möchte. Die Frage ist, würdet ihr ihn kaufen? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann die Abo-Glocke drücken und vor allem auch das Video liken, damit wir den Algorithmus von Google und YouTube hier ein bisschen nach oben kriegen und vor allem auch der Kanal noch ein bisschen mehr an Reichweite gewinnt. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.